Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Heute mit einer, ja, Talk Truck Ausgabe. Und ich habe einen wahnsinnig bekannten Gast, die, eine YouTuberin, die hat über 100 Abonnenten, ohne ein einziges Video hochgeladen zu haben. Und zwar ist das meine Frau, die Mone. Sag hallo, Mone. Hallo, Mone. 126 Abonnenten, ohne ein Video. Ja, ich muss jetzt erstmal den Auftrag annehmen. Toll. Bevor wir losreden. Du hast mich richtig abgewürgt jetzt. Ja, wieso? Was soll ich sagen? Ole, 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 126 Abonnenten. Ja, genau. Ja. Ah? Pass auf, ich bin in Flensburg. Ach nee, bin ich gar nicht. Scheiße, ich bin in Nürnberg, oder? Ich weiß nicht, ich war die letzte Zeit nicht dabei. Ich war zuletzt in Flensburg, aber ich habe ja den Truck gewechselt. Deswegen bin ich jetzt in Nürnberg. Ja, alles klar. Dann brauchen wir jetzt den Auftrag vom Nürnberg aus, ne? Aber nichts zu Großes, ne? Ja, wir haben ja ein ganz tiefgründiges Thema heute. Wo ist denn Scheiß Nürnberg? So? Da. Ja, Afrika. Nein. Afrika? Nein. Casablanca, Afrika. Das ist Italia. Belgien. Das ist sich recht ähnlich, ne? Also ja. Nee. Ich nehme mal, glaube ich, Triest hier da. Das ist eine ganz gute Länge hier. Alles ab 20 cm ist völlig in Ordnung. Du hast das letzte noch gar nicht angeguckt. Ja, aber die letzten geben ja kaum mehr Kohle. Ich muss jetzt ein bisschen Geld reinholen. Ich hatte eine ziemliche Katastrophenfolge. Ja, schön. Das ist auch, ne? Das ist Frankreich. Ich bitte dich. Ja, nee, vergiss es. Franzacken kommen ja nicht in die Tüte hier. Ja, das gibt Dislikes. Von wem denn? Die verstehe mich doch eh nicht. Es gibt viele Franzosen, die Deutsch sprechen. Nee. Franzosen, die sprechen ja nicht mal Englisch, die sprechen gar nichts. Franzosen sprechen immer nur Französisch. Das ist ja das. Deswegen hasse ich ja diese Arroganten. Also nicht alle, aber... Also nicht, dass jetzt alle denken, ich wäre irgendwie Rassist. Nein. Ich hasse nur 99% der Franzosen. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Ach, überhaupt nicht. Wobei, wenn man dort Urlaub macht, das ist wohl wahr. Die sind ja nicht sehr freundlich Deutschen gegenüber. Warum? Wahrscheinlich, weil sie irgendwie denken an Hitler. Aber der war doch Österreicher. Das wissen doch die ungebildeten Franzosen nicht. Ach, mir fällt ein, ich kann ja blinken. Ja. Ha! Lass mal das Thema, ne? Machen wir mal was Neues. Ja, ich wollte erstmal was sagen. Und zwar, ich habe mich wirklich bemüht um Talkgäste, um hochkarätige Talkgäste. Und ich muss leider Z-Prominenz nehmen, weil irgendwie... Aua! Hallo! Hau mich nicht in die Lenkung! Doch! Nein! Ha! Das Leck! Siehste, das hast du jetzt davon, Z-Prominenz! Ja, es ist halt so irgendwie, ich habe etliche angeschrieben, entweder sie haben mir gar nicht geantwortet, oder sie haben abgesagt unter fadenscheinigsten Gründen! Buh. Und ich sag dir... Ups, muss ausschalten. Nee, ich muss nach links blinken wieder, ne? Wieso blinkst du überhaupt? Ja, weil ich's kann! Weil ich's kann! Ja, also ich habe wirklich viele angefragt, aber keiner wollte irgendwie und ja, dann halt nett. Ja? Haben die alle Schiss oder was? Ich sagte, die haben alle Angst vor mir und nicht wegen meiner Fahrkünste, glaube ich. Ich kenne das. Weil du so schlau bist. Nee, ich kenne das aus dem wirklichen Leben. Irgendwie halten mich Menschen für, keine Ahnung, sehr, sehr gefährlichen, potenziellen Amokläufer, Mörder, Killer, keine Ahnung. So, jetzt pass auf. Triest, ne, haben wir gesagt, hier, da. Ja. So. Dann machen wir das mal hin. Nee, es passt ganz gut. Und zwar, ich möchte mich heute mal unterhalten mit dir über das Thema Frauenfeindlichkeit. Ja! Eigentlich, aber eigentlich nicht. Eigentlich mehr über das Thema Männerfeindlichkeit. Ja! Und ich habe mir gedacht, ich hole mir eine Frau in den Truck, weil... Da bin ich aber eigentlich die Falsche. Nee, du bist die Richtige, weil du bist eine Frau. Ja, aber ich sehe vieles ganz, ganz anders als viele, viele Feministinnen und Fans oder wie sie alle heißen. Weiß ich nicht. Lass es mich so sagen, eine Feministin war gerade nicht aufzutreiben. Okay. Also, außerdem, ich weiß ja deine Meinung und ich halte die durchaus für vernünftig und ja, eigentlich ist es nur ein Alibi, weil ich ja weiß, dass du frauenfeindlich bist. Deswegen. Ja, nein. Bringen wir es auf den kurzen Nenner, ja. Also es ist so. Jetzt können wir ja gleich mal gleich ein bisschen losfahren, ne? Oder so, ne? Ja, soll ich noch ein bisschen quatschen, bis du mal auf der Autobahn bist, weil bevor du dich verfährst... Naja, erzähl mal was. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie schaltet man den Blinker eigentlich aus? Wie man anschaltet, weiß ich. Geht der nicht von alleine aus, wenn das Lenkrad wieder gegenlenkt? Im Normalfall ja. Dann wart halt mal ab. Da
Getränk halt mal da. Sag es aus. Ja, ich bin so aus. Schlau. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel überholen will oder so. Ja. Na okay, wir wollen nicht übertreiben. Ich will nicht beim Überholen blinken. Nein, nein. Ja, siehste, also. Vergessen wir's. Okay, wo fahren wir jetzt hin? Ich hab's vergessen. Trieste. Trieste, alles klar. Italia, da haben wir lange Zeit. Italien, das ist ja sowieso ein Land, das die Frauen liebt, ne? Da stehen die auch ganz, ganz weit oben. Seit wann haben die Wahlrecht? Seit 2 Jahren? Keine Ahnung. Ja, ungefähr. Weil da ist ja der Riccatoni, das ist ja der Staatschef, das kennst du doch, ne? Den alten Sack, der immer so geile junge Weiber abschleppt. Ja, ja, ja. Der Herr Riccatoni, der ist, ne? Kennt ihr auch da draußen, ne? Falls ihr glaubt, der heißt anders, schreibt es in die Kommentare. lecker Riccatoni. So. Okay. Wir sind auf einem guten Weg. Nee, es ist so. Ich habe neulich mal über Philosophie gesprochen und da hatte ich eben einen Artikel entdeckt im Internet, den ich so cool fand. Den habe ich ein bisschen erklärt und so, ein bisschen drüber erzählt und so. Und das fanden die Leute eigentlich ganz gut. Und da ich jetzt auf so einen Artikel gestoßen bin in der Frankfurter Allgemeinen online, den verlinken wir natürlich unten auch, ne? Und falls ich es wieder vergesse, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich das. Also schreibt es gleich. Genau, am besten jetzt sofort, ohne zu schauen, ob es verlinkt ist. Macht genau. Er ja sowieso. Macht er sowieso. Insofern, ihr schaut ja keine Videos, sondern ihr schreibt erstmal drunter, warum ist das so und so. Und bei Minute 8 erkläre ich es dann meistens 3 Minuten lang, aber egal. Ja, und der war insofern interessant. Er ist natürlich relativ extrem, aber er ist halt eigentlich auch nicht extremer als die extremen Feministinnen, wenn ich zum Beispiel daran denke, an die Femen, ja. Die eine, die ja jetzt neulich da aufs Parkett gehüpft ist, auf die Bühne bei Germany's Next Topmodel. Ja. Und dann gab es noch eine, die in irgendeinem, ich weiß nicht in welchem Land, in einem islamistischen Land irgendwie demonstriert hat für die Freilassung einer Frauenrechtlerin. Wow, das war knapp. Ja, das hätte nicht sein können. Und die sich nackig ausgezogen hat in einer religiösen Dingsbums Großstadt. Also ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor dem Mut, ja. Ja, aber trotzdem blöd. Was erwartet die denn? Naja, sie hat sich ja dann auch noch beschwert, weil die musste dann in den Knast, ja. Und dann hat sie gesagt, das war total doof und so, ne, ist klar. Und dann hat sie, der Reporter, das war bei Spiegel, glaube ich, Spiegel, wie heißt Spiegel TV? Stern TV war es, genau, der Große da, der Hapla, Hippla, Hoppla. Wer es weiß, wie er heißt, schreibt es in die Kommentare. und da hat er gemeint, ja bitte, was haben Sie erwartet, ja. Und dann hat die allen Ernstes geantwortet, also, ja, Knast nicht. Okay, Vergewaltigung vielleicht, aber Knast? Die war doch nur auf Sex aus. Sie wollte nein, das ist jetzt ein bisschen zu extremistisch. Das verstehen die Kinder hier noch nicht. Also was ich sagen will, ist, ich bewundere den Mut. Ich finde es auch okay, dass sie sich dafür einsetzen und sollen sie auch machen. Ich verstehe es nur nicht in manchen Bereichen, weil es mir einfach zu extrem ist. Und dieser Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der dreht den Spieß eigentlich mal um. Wow. Hallo, ja, weiß ich, aber da hat mich doch der Hammer noch überholt. Und der hat einfach mal... natürlich alles rausgegriffen, wo die Männer benachteiligt sind. Es ist also auch relativ extrem, der Artikel. Aber er ist, finde ich, mal ganz interessant, um mal drüber nachzudenken. Ja? Also, es geht vor allen Dingen darum in erster Linie, dass die Frau mittlerweile als Opfer anerkannt wird. Sie wird überall nur als Opfer gesehen. Opfer, Opfer, Opfer. Genau, wir Armen. Genau, dass diesen qualifizierten Beitrag, den wollte ich jetzt unbedingt hören an der Stelle. Ja, ich weiß. Und er sagt halt, dass dadurch, weil die Frauen immer Opfer sind, die Männer mittlerweile so brutal, brutal benachteiligt werden. Und da möchte ich einfach mal ein paar Sachen draus zitieren und auch vielleicht meine Frau ihre Meinung dazu äußern lassen. Wir diskutieren mal ein bisschen lassen. Drüber. Ja? Und ihr könnt eure Meinung ja dann auch drunter posten. Genau, also es steht zum Beispiel drin unter anderem, dass ja irgendwie eine Frauenquote kommen soll für Neubesetzungen in der Wirtschaft an führenden Positionen. Falls sich ein bisschen komisch Kurven fahre, dann liegt das daran, dass ich immer so ein bisschen auf Zettel schielen muss. Ne? Ich habe das nicht auswendig gelernt. So, und da ist ja eine Frauenquote gefordert, obwohl, und da sagt er hier, dass da eben jetzt schon, heute schon, 48% der Stellen sowieso schon an die Frauen geht. Und er fragt natürlich sich, warum muss da jetzt dann noch eine Quote? Ja? Ja, das ist wohl wahr. Vor allem, warum eine Quote? Es ist doch wichtig, dass qualifizierte Leute die Jobs kriegen. Wenn es eine Frau ist, ist es eine Frau. Wenn es ein Mann ist, ist es ein Mann. Ist doch völlig bümbel. Und wenn dann plötzlich 20 Frauen fehlen in tollen Positionen und es sind alles Luftpumpen, dann... Moment. Luftpumpinnen, bitte. Luftpumpinnen, da musst du mich dann bitte jetzt immer korrigieren. Ich bin da nicht so firm. Es ist doch Schwachsinn. Klar ja. Soll es irgendwie ausgewogen sein, dass die Frauen zum Beispiel nicht benachteiligt werden, aber auch die Männer nicht.
Der Witz ist ja, zum Thema Opfer, die Frau als Opfer. Opfer. Also, Alte. Nein. Nicht mehr Alter, Leute, habt ihr gehört? Nicht mehr Alter, sondern jetzt immer nur Alte. Und nein, wir meinen nicht Opfer, sondern wir meinen Opfer. Das ist ein Unterschied. Ja. Also Opfer ist ja was anderes. Ne? Ja. Das wisst ihr ja. Ja. Gut. Und da hat er unter anderem zum Beispiel erzählt, dass eine Extremfeministin, so hat er die genannt, Hanna Rosin, schöner Name eigentlich, ne? Warum heißt sie eigentlich Hanna Rosinen? Naja, weiß nicht. Egal, kannst du ja vielleicht sich umbenennen irgendwann. Die hat jetzt mittlerweile irgendwie voller Stolz berichtet, dass in Großbritannien, ja, Frauen mittlerweile dreimal öfter wegen häuslicher Gewaltanwendung festgenommen werden als Männer. Ist ja voll toll. Applaus! Ja, und die sogenannte Männerstudie der evangelischen Kirche, die hat festgestellt, dass es also wohl in Deutschland, in Deutschland so ist, dass... du fährst echt scheiße. Ja, ich lese gerade mal kurz, ich muss mal nachlesen. Das hast du mich rausgebracht. Ja, genau, dass genauso viele Frauen und Männer in Familien handgreiflich werden. Also es ist ungefähr anscheinend 50-50, ja? Und jetzt kommt's, Achtung, laut diesem Artikel... Frauen fangen aber öfter an und sind öfter bewaffnet als Männer. Ja, mit irgendwelchen Aschenbechern und Nudelholz. Aber und ich finde das auf ihre Männer ein. Ich finde das schon interessant. Also es ist nicht ganz, ganz doof, ne? Also ich muss sagen, ich habe mir das aber eh schon gedacht, weil du mich erst gestern ganz übel zusammengeschlagen hast. Erstens das und zweitens. Oder merkt man es auch in der Stadt oder überhaupt, wenn man irgendwie wohin geht, wenn da so Pärchen sind und man weiß genau, boah, die Alte. Hat ja voll die Hosen an, der Typ hat mal nichts zu lachen. Wobei man es natürlich in der Regel verstehen kann, dass irgendwie eine Frau, die halb so viel wiegt wie ein Mann, natürlich eher zu einer Waffe greifen muss. Ist irgendwo auch logisch, ne? Also ich will das nicht alles kritisieren. Genau, zu so einer Beretta. Nein, Quatsch. Nee, so eine AK-47 oder so. Ja. Ach so. Nein, ich will das nicht alles kritiklos hinnehmen. Ich finde das schon interessant, aber man muss natürlich auch mal überlegen, der schreibt natürlich alles nur das, was ihm in den Kram passt. Genau wie die Extremfeministinnen quasi alles das aufführen, was ihnen in den Kram passt. Aber wie kann die das gut finden? Es ist doch eigentlich auch voll traurig. Ja, warum? Oder? Ja, es ist traurig, aber warum kann die das gut finden? Ich kann das irgendwo auch nachvollziehen. Warum? Weil es heißt unter dem Motto, die Frauen, die wehren sich. Ja, genau. Vor allem, sie wehren sich. Aber in dem Fall ist es ja so, dass die armen Männer unterdrückt werden, ne? Und geschlagen werden. Und die Frauen müssen sich da nicht wehren. Das sind dann Tyranninnen, ne? Tyrannosaurus Rexin. Rexin, genau. Ja. Ne? Herr Professorin. Ja, genau. Das ist ja auch so eine Geschichte, die haben wir schon mal besprochen, ne? Ja. Ja, aber interessant finde ich's. Und jetzt, pass auf, er schreibt unter anderem, das ist ein Mann, der das geschrieben hat, ne? Das ist eigentlich ganz böse. Eigentlich muss das ja eine Frau schreiben, weil wenn es ein Mann schreibt, ist eh alles falsch. Ja. Ist doch gar nicht wahr. Also komm. Und zwar, er sagt also zum Beispiel, in einer Zeit, wo sich alle drüber aufregen, dass irgendwie ein blöder Politiker irgendwie ein blödes Kompliment gemacht hat einer Frau, da geht's ja um diesen Brüderle, ne? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, da gab es da so großen Aufschrei. Das war, ich glaube, eine Journalistin war das. Und der Brüderle hat sie wohl auf ihre Oberweite angesprochen, hat ihr ein Kompliment auf ihre Oberweite gemacht. Ach, und hat sie dicke Titten gehabt? Ja, wahrscheinlich hat sie dicke Titten gehabt. Du darfst es nicht sagen, ich schon. Sie hat wahrscheinlich größere, sekundäre Geschlechtsmerkmale gehabt. Oh. Und das habe ich auch schon hier mal besprochen. Das war für mich unverschämt, ja, vielleicht. Es war... keine Ahnung, es war halt unpassend, ja, aber es war nicht sexistisch. Ja, also ich frauenfeindlich war es nicht. Aber gut, meiner Meinung nach, das sehen ja Frauen, oft anders. Frauenfreunde und Frauenfreundinnen ja anders. Ne? Ja. Und in so einer Zeit, da gibt es einen riesen Aufschrei, ja. Wenn jetzt aber irgendwo in der Nachrichtenagentur oder in einer Zeitung eine Schlagzeile gibt, da hat er als Beispiel gebracht hier, Moment, ich muss mal gerade kurz gucken. Bei einem Bombenanschlag im Süden Afghanistans sind mindestens 10 Zivilisten getötet worden, darunter 4 Frauen und 3 Kinder. Achso, das sind dann also, und da hat sich jemand beschwert bestimmt, dass das keine Zivilisten sind? Nein, es geht darum, dass die Männer nicht genauso viel wiegen. Hier werden die Frauen und Kinder herausgehoben, als die, dass die eben ärmer dran waren, dass die vielleicht, keine Ahnung, Töter sind. Wenn man so sagen will. Nein, ich glaube, es geht da eher darum, dass vor allem, wenn Kinder sterben, das halt total schlimm ist. Da hätten sie aber auch dann sagen können, 20 Zivilisten, darunter 5 Kinder. Richtig. Kinder verstehe ich noch, weil die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Ja? Aber ja, weil was, die für nichts können. Aber warum ist es schlimmer, dass Frauen sterben? Warum ist es schlimmer, dass Frauen sterben, als Männer sterben? Wahrscheinlich, also, weil man das nicht gewohnt ist, weil im Krieg sind eigentlich nur Männer. Da fallen dann nur die Männer. Und Frauen fallen eher selten im Krieg, glaube ich. Und deswegen wird es extra nochmal erwähnt.
Okay, das könnte eine Begründung sein. Oder? Zu dem Punkt fällt mir aber noch was ein, das habe ich zwar nicht notiert, aber das habe ich so grob im Kopf. Er hat irgendwie auch noch, glaube ich, geschrieben in dem Artikel, den wir natürlich unten verlinken. Falls ich es vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Also schreibt es gleich. dass es wesentlich mehr Frauen waren, die Hitler gewählt haben und aufgerufen haben zur Eroberung anderer Länder, ja, als das bei Männern der Fall war. Woher wollen die das wissen? Das ist jetzt keine wissenschaftliche Arbeit gewesen, das heißt, es war jetzt keine Fußnote und keine direkte Verlinkung. Aber schwierig es dann. Wurde halt so genannt. Ey, ich hab's eigentlich auch nicht rausgenommen, weil ich es auch für ein bisschen komisch fand.